Radio Transylvania International, heute unterwegs im Hackabschau-Keller in München zum Anlass der Siebenbürger Ball 2014. Und vors Mikro haben wir hier Herrn Johannes Hintersperger. Jawohl, einen wunderschönen guten Abend. Und Bernd Fabricius. Jawohl, haben wir geschafft, hier vor der Kamera zu bekommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Herr Hintersperger, wir haben eine kurze Frage an Sie. Und zwar, es gibt jetzt ein neues Heimatministerium. Was ist das? Können Sie uns ganz kurz darüber berichten? Wir kennen das schon aus den Medien, nicht gerade so die tollsten Schlagzeilen. Vielleicht können Sie das heute mal einfach mal... Ja, zunächst vielen Dank einmal für die Einladung. Es ist ein wunderschöner Schwarz-Weiß-Ball hier von den Siebenbürgener Sachsen. Ganz toll, eine ganz festliche Stimmung. Ich bin sehr stolz, darf ich sagen, dass ich hier heute zum ersten Mal dabei sein kann. Ich selber bin Staatssekretär in dem Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat. Also das ursprüngliche Finanzministerium ist hier aufgewertet worden durch diese zusätzlichen Aufgaben und hier insbesondere den Bereich Heimat zu stützen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Und dies ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir sehr, sehr ernst nehmen, den Menschen hier in Bayern Heimat zu geben. Heimat, hat einmal ein kluger Mann gesagt, ist dort, wo ich verstanden werde und wo ich verstehe. Und genau dies ist so die Zielsetzung, dass wir hier zum Beispiel auch den vielen Siebenbürgener Sachsen, die hier wirklich eine Heimat gefunden haben, ich glaube, das kann man wirklich sagen und da sind wir auch sehr froh und dankbar und stolz darüber, hier dies noch weiter zu intensivieren. Wie empfinden Sie heute Abend hier den Zusammenhalt? Der Ball ist ein Beispiel, wie stark der Zusammenhalt der Siebenbürgener Sachsen sich hier auch wieder darstellt. Ich finde dies wirklich beeindruckend und Kollege Dr. Fabricius hat mir dies gerade auch erläutert, wie stark die Verbindung hier in der neuen Heimat Bayern, aber auch mit der alten Heimat die Verwurzelung, die Verankerung darstellt. Und ich denke, dies ist etwas ganz Besonderes und Beeindruckendes. Und hier denke ich wirklich Hochachtung und eine große, große Wertschätzung von dieser Arbeit und von diesem engen Miteinander. Waren Sie schon mal in Siebenbürgen? Ich war leider, muss ich sagen, noch nie in Siebenbürgen. Aber wir haben gerade gesprochen, Herr Kollege Dr. Fabricius, dass wir hier wirklich einmal auch mit unserem Staatsminister Dr. Markus Söder versuchen, einen Termin, einen Besuch hier in Hermannstadt oder in Siebenbürgen zusammenzubekommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage gleich etwas dazu. Diese Anregung nehmen wir natürlich sofort auf. Und ich darf Sie, Herr Staatssekretär, und auch Herrn Staatsminister Söder ganz, ganz herzlich einladen, Siebenbürgen zu besuchen. Ich denke, dass Siebenbürgen ein Erfahrungsfeld ist, das Bayern nicht braucht, aber wo man wunderschön mitbekommen kann, wie wichtig es ist, den Heimatgedanken in die Tat umzusetzen, auch ein Ministerium dafür einzurichten, weil es das einzige Angebot ist, um in einer globalisierten Welt Halt zu finden und eine eigene Identität zu pflegen. Und das machen wir Siebenbürger Sachsen schon seit 900 Jahren. Anders hätten wir in Rumänien nicht überstehen können. Und genau deswegen freut es uns so sehr, dass gerade Bayern in Deutschland das einzige und erste Bundesland ist, das Heimat so wichtig achtet, um eine ministerielle Zuständigkeit dafür zu schaffen. Und genau deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn der Heimatminister unsere Heimat besucht. Schöner kann man es gar nicht sagen, was hier wirklich auch der Grund und der Impuls hier aus Bayern, letztlich angestoßen von unserem Ministerpräsident Horst Seehofer, war und ist. Und genau dieses gilt es jetzt mit den harten Entwicklungen, zum Beispiel gleiche Lebensstandards mit gleicher wichtiger moderner Infrastruktur wie dem schnellen Internet, wie dem Breitbandausbau zu schaffen, aber eben neben dort genauso wichtig, diesen mehr menschlich, mehr emotional Begriff der Heimat wirklich lebendig zu befördern
uns Heimat zu geben, die hier auch zusammenhalten, seien das solche ja, Stämme, darf ich jetzt einmal sagen, ja, wie die Siebenbürger Sachsen dies beispielhaft verkörpern. Dankeschön, das waren nette Worte. Herr Dr. Fabricius, ein aktuelles Thema, das uns alle ein bisschen beschäftigt, nicht nur uns, sondern die Medien allgemein. Seit 2014 jetzt gilt die allgemeine Arbeitsfreizügigkeit auch für Bulgarien und für Rumänien. Der befürchtete Ansturm von Auswanderern, die hier eventuell die sozialen Dienste der Bundesrepublik in Anspruch nehmen, ist bis jetzt weggeblieben. Was ist Ihre Meinung dazu, zu der Kampagne Wer betrügt, fliegt? Ich finde die Aussage, wer betrügt, fliegt, genau richtig. Man muss sie nur genau lesen und auch bereit sein, sie so zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben ja nie gesagt, dass wir gegen Arbeitnehmerfreizügigkeit sind. Ganz im Gegenteil. Diese Aussage entstand an einem kommunalpolitischen Papier, das in die Besprechung eingebracht worden ist, nachdem der Deutsche Städtetag, unter anderem angestoßen von SPD-Städten wie München unter Christian Ude, eine Gefährdung des sozialen Friedens reklamiert haben, wenn man Begleiterscheinungen der allgemeinen europäischen Freizügigkeit nicht auf Missbrauchsgefahr hin untersucht und Missbrauch eindämmt. Das sind Schritte, die wichtig sind, damit die Akzeptanz für die von allen gewollte Freizügigkeit erhalten bleibt. Wer betrügt, der fliegt, sagt nichts anderes, als dass alle, die nicht betrügen, herzlich willkommen sind. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Wir brauchen Zuwanderung, schon allein, weil die Demografie in Deutschland es anders im Moment nicht darstellen lässt. Auch weil es der europäischen Idee entspricht, dass jeder in einem zusammenwachsenden Europa seinen Arbeitsplatz frei wählen darf. Damit das aber funktioniert, ist auch erforderlich, dass man einzelne Missbrauchsmöglichkeiten, die es gibt, eingrenzt. Das und nicht mehr steckt hinter dem Satz, wer betrügt, der fliegt. Ich finde es eigentlich bedauerlich, dass politische Mitbewerber und die Medien dieses wichtige Thema der Missbrauchsbekämpfung als Grundvoraussetzung einer funktionierenden Europäischen Union für eigene, ich muss fast sagen, populistische Zwecke missbraucht haben und damit auch den vielen Leuten, die redlich nach Deutschland kommen, hier bestens integriert sind, als Rumänen, als Bulgaren, aber auch aus allen anderen Ländern sehr Unrecht tun. Die Verallgemeinerung stammt nicht von uns und wir werden nicht müde, in jedem Gespräch klarzustellen, dass wir Arbeitnehmerfreizügigkeit als wichtiges Gut in der Europäischen Union schätzen und genau gerade um diese zu verteidigen, Schlupflöcher und Missbrauchsmöglichkeiten schließen. Herr Dr. Fabricius, ganz lieben Dank für die absolut klare Worte und auch an Sie ein großes Dankeschön, Herr Hintersberger, und wir wünschen alles Liebe und Gute und viel, viel Erfolg für Ihre nächsten Pläne und danke, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben, uns vor das Mikro hier. Ja. Gerne. Dankeschön. Viel Erfolg weiter für Ihre tolle Arbeit. Dankeschön. Und wir hoffen, dass Radio Transylvania International uns begleitet, wenn wir gemeinsam nach Rumänien fahren. Oh, das wäre eine gute Idee. Ist es drauf? Ja. Wir sind dabei. Dankeschön. Dankeschön. Gerne.